bei Nerdvermedizin, jetzt mit einem kleinen Short. Wir haben es schon gesagt, das sind immer Fälle, die so oder ganz anders vielleicht irgendwann mal stattgefunden haben. Aus Gründen des Datenschutzes geben wir natürlich keine Details raus. Aber trotzdem wollen wir euch ein paar Fälle aus unserer klinischen Praxis erzählen, die für uns sehr eindrucksvoll waren und aus denen man auf jeden Fall was mitnehmen kann. So, der nächste Fall, der handelt von einem Patienten, bekannter Heroinabusus, der zu mir in die Notaufnahme gebracht wurde. Und der Notarzt hat gesagt, also er hat ihn vorgefunden, den Patienten, noch mit der Nadel im Arm, initial GCS 3 bei schlechter Sättigung und Lippenzyanose. Nach einer halben Ampulle Narcanti, also Naloxon, ist der Patient deutlich aufgeklärt, hat dann vom Notarzt nochmal repetitiv Naloxon bekommen und wurde jetzt eingewiesen mit weiterhin schlechter Sättigung um die 90 bei einer 15 Liter laufenden Sauerstoffreservoirmaske. Und das Ganze wurde auf die Opiatintoxikation jetzt geschoben, dass der Patient zu schlecht atmet. Und dann habe ich mir den Patienten so angeschaut und da sind mir zwei Dinge aufgefallen. Das erste, was mir aufgefallen ist, ist, dass der Patient eine 30er Atemfrequenz hatte. Und das zweite, was mir aufgefallen ist, ist, dass der Patient im ganzen Mund ziemlich borkigen Schleim hatte. Und was habe ich gemacht? Als allererstes habe ich mal den Mund ein bisschen abgesaugt, habe mit dem Patienten gesprochen, der war wach und orientiert, naja, nicht ganz orientiert, aber er konnte zumindest seine eigene Situation so einigermaßen erfassen und konnte seine Beschwerden äußern. Und der sagte, er kriegt jetzt schlecht Luft und schien so ein bisschen fahrig, vielleicht ein bisschen entzügig zu sein. Was war passiert? Der Patient hat im Rahmen seiner Opiatintoxikation ordentlich aspiriert und hatte jetzt eine Aspirationspneumonie, sogar ein beginnendes ARDS, konnte seine Sättigung gerade so bei 90 halten mit 15 Liter Sauerstoff. Und die Opiatatmung, die da dem Patienten angedichtet wurde, die er sicherlich auch initial mal hatte, die hat er jetzt definitiv nicht mehr. Und deswegen ganz, ganz kurz nochmal, wenn ein Mensch sich Opioide spritzt, zum Beispiel Heroin, und dann ateminsuffizient wird, dann wird er das, weil ihm der Atemantrieb fehlt. Das heißt, er hat normalerweise typischerweise eine langsame und sehr tiefe, seufzerartige Atmung. Das passt aber überhaupt nicht, also eine opiatinduzierte respiratorische Insuffizienz, die passt überhaupt nicht zu einer hohen Atemfrequenz, sondern die ist eigentlich immer vergesellschaftet mit einer sehr, sehr niedrigen Atemfrequenz, so dass man bei dem Patienten sehr schnell hat klinisch erkennen können, da ist noch ein anderes Problem. Der Patient musste dann übrigens im Verlauf sehr zügig intubiert werden, das unter höchsten Vorsichtsmaßnahmen. Da musste man alles vorbereiten, was so geht, musste den Patienten erstmal mit NIF wieder aufoxygenieren, so gut es eben ging. Man hat eine Apnoe-Oxygenierung gemacht, man hat natürlich sich auf einen eher schwierigen Atemweg vorbereitet, physiologisch schwierig, weil auch das, vielleicht noch ein kleiner Lernpunkt, ein Patient, der mit 15 Liter Sauerstoff nur auf eine 90er Sättigung kommt, der wird ziemlich rasch in dem Moment, wo man die Narkose einleitet, von der Sättigung einbrechen, und das sind typische Patienten, die dann schnell in die Hypoxie rutschen und dann auch eventuell darunter einen Kreislaufstillstand im Rahmen der Narkoseeinleitung erleiden. So, das war der kurze Fall. Ich hoffe, es war spannend für euch. Gebt uns doch mal ein Feedback, wie euch die Shorts gefallen. Wir haben es euch ja schon gesagt, wir sind momentan so ein bisschen in einer Testphase. Wir wollen mit euch ein paar neue Konzepte ausprobieren. Deswegen wäre ich sehr, sehr gespannt, wie euch das Format gefällt, was eure Erfahrungen sind. Und ich freue mich aufs nächste Mal. Bis bald.